Und willkommen zurück zu Dying Light mit dem geilen Luzi und meiner Wenigkeit. In der Jogginghose. Und wir sollen hier mit ein paar Leuten sprechen. Jade! Bist du hier? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Stress oder was? Keine Spur von Jade. Mist. Ich komme auch. Bro, Alter. Stress! Lass mal mit Fidan reden. Können Sie mir helfen? Ich suche nach einer jungen Frau. Dunkle Haare, zierlich, schlagfertig. Sie heißt Jade Aldemir. Ja, die war hier. Sie haben sie gerade verpasst. Sie saß hier eine Weile mit finsterer Miene herum und verschwand dann. Scheiße. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Nein. Aber Sie sind Crane, richtig? Das ist von ihr. Amir, warum hat sie das für mich dagelassen? Keine Ahnung. Aber sie bat mich, ihnen etwas zu sagen. Nicht noch einmal. Was immer das heißen soll. Oh, wir haben es verkackt. Ja, als wenn wir den gekillt hätten, oder was, bitte? Mach mal die scheiß Musik aus. Er hat aber noch was zu sagen hier, glaube ich. Ach, das sind Nebenquests. Ach, übrigens. Ja? Arbeitest du mit Gewehr? Dann besuch mal unseren Büchsenmacher, Rupert. Macht aus einer Spielzeugpistole eine Haubitze. Ein Schalldämpfer wäre nützlicher. Wo finde ich den Typen? Er ist eine Weile nicht mehr in der Werkstatt gewesen. Schau in seiner Wohnung nach. Könnte ich machen. Geil. Bei 5000 einfach. So geschenkt, ne? Das ist einfach so geschenkt. Was hat Ellen hier? Hier können wir doch was kaufen. Ist klar. Altmodische Hacke, Alter. Was geht denn bei dem schief? Alles verkaufen. 1600. Ich habe 2 Polizeigewehre, warum das denn? Gut, ich könnte mir jetzt diesen Baseballschläger holen. Heimwerkerbeil. Was könnte ich denn noch verkaufen? Warte mal, das hat 184 und sein Sturmgewehr hat auch 137, okay. Ich verkaufe mal ein bisschen was. Ja. Ich habe alles da. Naja, du hast alles da, ich weiß. Gibt's hier noch? Die ist hier gerade. Der sieht auch ein bisschen strange aus. Okay, ich könnte mir jetzt diese Hacke kaufen. Bringt's das auch? Lol, da gibt ein neues Outfit, Luzi hier. Oh, lol. Was, ernsthaft? Ja, pass mal auf, wie ich jetzt aussehe. Ah, nix. Boah, mit Jogginghose, Alter. Das sieht ja voll geil aus, Mann. Wo bist du? Hinter dir. Du bist voll der Rocker. Achso. Voll der. So. Route 66. Nice, Mann. Ich bleib bei den Jogginghosen. Was? Ja, was Bescheid, Alter. Ja, gut. Verlassen Sie die Universität. Yes. Ja, warte, ich will nochmal ganz kurz. Ja. Jetzt, glaube ich, noch ein. Crane! Lagermeister. Schön, dich wiederzusehen. Spike? Mensch, wie kommst du hierher? War nicht einfach. Egal, Bracken sendet Grüße. Hör zu, ich bin von nun an immer hier zu finden, okay? Alles, womit ich dir in den Slums helfen konnte, steht dir jetzt auch hier zur Verfügung. Alles klar, danke, Spike. Kein Problem, Kumpel. Hau rein. Spike, ja, krass, Alter. Also ich hoffe, man kommt nochmal wieder zurück. Ohne Scheiß. Ja klar muss das gehen, wir haben so viele Quests da noch offen, theoretisch. Oh, ich hab einen Wurfhaken jetzt. Und ich meine, der Turm ist unser Freund da, bei den Slums. Den sind wir irgendwie befreundet. Hier hinten ist nix, oder warte doch, da ist was. Entwurf Wolke 7 Mod. Krass. Wolke 7 Mod? Ja, keine Ahnung, was das ist. Entwürfe Wolke 7 Mod. Gifteffekt, Alter. Ja, gut. Kann man denn upgraden? Ach, der Champion drin. Okay, nee, egal. Gehen wir weiter. Ja, ich bin oben. Wolke 7 Mod. Also, man muss man wahrscheinlich. Ja. Sich mal ein bisschen mit beschäftigen. Jade Crane hier. Hörst du mich? Jade, kannst du mich hören? Troy Crane hier.
Bist du da? Gut, dass ich dich erwische. Savi hat es geschafft, das Störsignal zu durchdringen. Komm am besten zurück. Du musst das einfach sehen. Warum? Was muss ich sehen? Was da draußen passiert. Du musst es mit deinen eigenen Augen sehen. Komm schnell zurück. Ich meine es ernst. Okay. Haben die hier Solaranlagen eingebaut, Alter? Das ist ja mega cool. So, krass, ne? Sehen Sie sich die Übertragung an, die Troy abgefangen hat. What? LOL. What? Was war ich? Soldaten mal eben killen? Ja, klar, Mann. Hinter dir ist ein Zombie, hinter dir ist ein Zombie. Oh, das war ein Zombie. Oh, nice. Ach, das sind Zombies. Ey, wo hast du denn den Haken her? Das kriegst du mit dem Überlebensrang. Oh. Stück Scheiße. Tschö. Da ist noch einer. Wie er Bock hat zu töten einfach. Ja, na klar. Hast du die Hosen voll? Komm! Komm und stell dich! Boah. So. Oh shit, das war ein bisschen fail. Alles in Ordnung. Okay, Bro, wir sollen ja zurückkommen, ne? Mal gucken, was dieser Wurfhaken hier kann, wenn ich mich jetzt da so... Ja, das ist aber un... Bro, Alter! LOL! Du bist so ein Arsch! Du willst ja alles so hochklettern, ey, du bist so ein Assi. Ich warte auf dich, Bro. Ja, das kann dauern, ey, weißt du? Warte mal, wo ist denn der Faktor mit dir? Ach, da! Nee, hä? Ja, halt dich doch da fest, was machen wir? Ja, wir sollen uns eine Übertragung anschauen. Ich bin gespannt, was die beinhaltet. Oh, Altesten. Bitte. Ich brauch auch diesen Haken, ey. Lol, das ist ja schon fast OP. Ja, das bist halt du, ne? Du musst immer übertreiben. Lol. Du bist schon, der muss aufladen, okay. Du bist schon da drüben. Wir müssen da drüben. Hä, hey, what? Ja, Alter. Das geht. Das ist voll Hammer. Hä, wieso geht das nicht? Okay, und jetzt aufs Gerüst oder was? Ja, ich spring wieder zu weit, ist klar. Gut, und jetzt? Ne. Oh, Alter. Mach doch keinen Scheiß hier mit mir. Aber wir müssen noch einen hoch, ne? Ja. Ja, du musst doch einen hoch, ich bin ja noch ganz unten. Wir müssen noch ganz unten. So. Wo war denn dieser Skill zu holen? Das ist ja halt einfach. Ich hab Überlebensstufe. Überlebensrang 12 habe ich. Und dann kriegst du den freigeschaltet. Irgendwie. Oder achso. Wendigkeit 11, ich weiß es nicht, wie sowas. Okay, da bin ich noch ein bisschen weit davon entfernt. Egal wie oft ich es mir ansehe, ich kann es einfach nicht glauben. Ein internes Dokument der Global Relief Effort weist darauf hin, dass der GRE in eine weitreichende kriminelle Verschwörung verwickelt ist. Es war nicht die Absicht des GRE, ein Heilmittel für den Haran-Virus zu finden. Stattdessen wollten sie ihn waffenfähig machen, um ihn an den Höchstbietenden zu verkaufen. Nein, vorwärts zum wichtigen Teil. Ich war der Letzte in der Quarantänezone. Ich kann's nicht fassen, dass ich noch lebe. Ich habe es tatsächlich geschafft.
Wir trauern um die Opfer, aber wie schon der Präsident in seiner Rede heute sagte, Leben ist für die Lebenden. Wir müssen nach vorne schauen. Die Suche des Militärs nach Überlebenden in Harran wurde abgebrochen. Die Stadt ist vollständig in der Hand der Infizierten. Laut Oberst Taylor werden die Dekontaminierungsmaßnahmen jegliche Infektionsgefahr beseitigen. Das war das Ministerium. Das ist ihre Ausrede, um die Auslöschung einer ganzen Stadt zu rechtfertigen. Crane, warte. Wir haben bereits eine Idee, wie wir eine Botschaft an die Außenwelt senden können. Wir wollen in einem Gebäude Sprengsätze anbringen und Brände in einem Muster entzünden. Zombies können sowas nicht. Michael, einer unserer Kuriere ist zwar schon in diesem Gebäude, kommt aber nicht in die oberen Etagen. Zu viele Beißer. Ich gebe es nur ungern zu, aber niemand von uns ist stark genug, ihm helfen zu können. Wir müssen jetzt sofort etwas tun, oder wir alle werden den Bomben des Ministeriums zum Opfer fallen. Sag Michael Bescheid, dass ich ihm helfen werde. Kannst du versuchen, Jay zu kontaktieren und sie zu einem Treffen überreden? Ich verspreche es dir. Müssen wir es wieder regeln, Bro, ne? Du hast es selbst gesagt. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Immer dasselbe da. Ja, wieso? Ja, keine Zeit zu verlieren, ist ja richtig. Warte, nennen Sie, wie man Schilde Bro. Mit Effekten ausstattet. Was denn? Ne, ich gucke nur, wo wir hin müssen. Ach, da. Ah, das ist alles. Nein, weniger Zeit in Anspruch. Mehr Beute zu finden, ja, komm, das ist gut. Gut. Ja, treffen Sie sich mit Michael in der Kanalisation. Los geht's! Das Gesicht einer Stadt. Ich bin falsches Seil runter. Ein Leuchtsignal ganz in der Nähe. Da sitzt jemand in der Patsche. Derjenige macht's nicht lange. Anti-Gardinenwaffe-Pizza? Warte, was? Anti-Watt? Wie, du hast es so ge... Watt? Alter, auf dem Dach, Junge! Er will mir hier in den Arsch. Was? Da war gerade einer auf dem Dach. Aber wir müssen da hoch. Nice. Einen normalen Weg. Ich bin runtergefallen. Lol. Oh lol. Ich bin heute nur am Verkacken, ey. Oh mein Gott. Ja, das ist aber auch, also das ist echt OP, ne? Ohne Scheiß. Mit diesem Wurfhaken. Okay. So, wo haben wir denn nochmal hier so einen Seil? Ja, schon da oben campt, ey. Okay, das war ein bisschen zu einfach. Ja, mit dem Kackskill, ey, das ist ja... Wie kommt man... Ich versuche das nochmal. Wenn ich jetzt hier bin... Aber irgendwie steckt hier... Ja, steckt hier einer in der Patsche, haben die gesagt, ne? Aber an den kommt man irgendwie gar nicht ran, oder? Das geht doch. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Da oben ist noch eine Kiste auf jeden Fall. Das werde ich mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich bin mal hier in dem Gebäude drin. Guck mal, was hier. Ach so, okay. Bro, oh shit, okay. Sorry. Ne, ist kein Problem. Sturmgewehr nehme ich natürlich mit, ne? Da liegt noch ein Sturmgewehr. Verkaufen wir mal wieder. Ja, du hast doch auch eins. Na klar. Das halt verkaufen, oh, es liegt hier rum. Boah, Alter, ein Hackmesser, 106 Damage. What the fuck? Okay, so, wo ist jetzt mein Bro hin? Da unten. So. Läuft wieder hier im Boden. Was hast du denn mit dem gemacht? J,
Jackie, Alter. Wie Jackie, Alter? Ich will auch Jackie. Hier ist eine Statue. Zombie-Figur. Wo, Bro? Hier auf dem ersten Tisch, hier. Lol, wie ich sie übersehen habe. Ja, hier, also hier ist, denke ich mal, wahrscheinlich ein Spieler versteckt, wenn wir das hier, die Quest hier gemacht haben, glaube ich. Aber wir müssen hier zum Fahrstuhl, Bro. Alles klar. Die Büroräume. Achso, du hast gedrückt. Mhm. Ich konnte nämlich gerade nicht irgendwie. Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon über. Oh Gott. Oh Leute. Fahrstühle. Aber diesmal bin ich schlauer. Ich glaube, das müssen wir einfach da runter. Und hier runter, und das war's. Wir haben gesehen. Oh. Oh. Ja, Bro, die sind tot. Oh ne. Da ist aber noch einer, ne? Ja, ja. Hab abgeschossen. Lol. Hier ist alles voll von denen. Stimmt. Aber Bro, das ist gerade mal die richtige Nebenmission für uns hier. Das ist eine Nebenmission? Hier spricht Ayo. Spielt nicht im Dunkeln. Ja, das ist so ein. Kommt hierher zu. Wir sollen ja irgendwie unserem Apache helfen hier, ne? Ihr habt noch eine Stunde. Clear. Okay, jetzt wird's auch noch dunkel, Bro. Das ist weniger geil. Ich frage mich, wie du da hochgekommen bist. What? Einfach auf der Etage, wo wir. Wie gefällt mir die Mission? Einfach mal. Ach, da steht was. Okay, hier geht's runter. Aber hier unten ist jetzt noch irgendwo einer. Ah, nee. Ich bin. Wieso zur Altstadt? Ach so, ich hab's. Nee. Ja, ich hab's verstanden. Alles klar. Was war das? Oh. Okay. Oh, Alter. Keine Gefangenen hier. Einfach mal ausrasten. Sehr schön. Unter uns ist einer. Ist das der unter uns? Ja, das ist der Fall, steht da. Oh. Ist das ein Klo oder was? Ist das unter uns oder über uns? Unter uns, das ist unter uns. Ja, stimmt, hier oben ist auch zu, okay. Lol, geiler Jump. Was ist das, Alter? Das ist ja über. What? Hä? Hier, die drüber. Aber man kann hier innen drin auch noch hochgehen, okay. Wo hier innen drin? Alter, was laberst du? Das ist eine Wendel. Ist eine Wendeltreppe. Ich regel das. Kein Problem. Der ist auf dem Klo, Alter. Soft. Ja, ich hab mal auf dem Klo erschossen. Das war's. Gut. Nice. Ja, aber jetzt ist hier noch ein Punkt, ne? Irgendwie. In dem Gebäude, meine ich. Nee, das geht zur Hauptquest wieder. Das geht raus. Okay. Das ist zum Fahrstuhl. Stimmt. Aber jetzt ist es dunkel, ne? Oder? Ach, es ist dunkel. Das ist so. Will ich sagen. Ich weiß es nicht. Gut, aber. Was ist denn hier, Alter? Hier ist ein Ausgang, Bro. Achso, hier kommen wir wieder in die Altstadt. Ja, Hä? Aber hier ist doch noch ein Punkt. Wenn das da zur Altstadt geht. Ach so, nee. Der Punkt wird. Ach so, alles klar. Oh Gott. Wird aktualisiert, ne? Ja, ja. Das Ministerium hat den Rest der Welt erfolgreich davon Limit überzeugt, heute. Dass es in Haran keine. Ne, ist noch hell.
treffen sie sich mit Michael in der Kanalisation. Bro, da müssen wir natürlich. Das ist tatsächlich eine Safe-Station hier. Ja, jetzt schon, ne? Das ist ja. Über uns. Ja. Haben wir quasi freigeschaltet. Ja, lass uns mal. Oh, nee, come on. Das ist assi, Alter. Das regnet, ne? Sehr selten, aber sehr schön anzutreffen hier. Es ist doch ein bisschen dunkel hier. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Regen ist. Das ist so quasi die Wolken, die Sonne verdecken oder was? Ja, aber die. Hab die für eine Kiste gefunden? Der? Ach, hier ist der, Alter. Ah. Ach so, da hinten, ja. Lol, ist klar. Ayo hier. Wie immer, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Oh, das ist eine gute Idee, oder? LOL! Wie sie den Baum fliegt. Ich glaube, wir sollten da mal rein, Bro. Ja, wäre besser für uns. Bevor wir noch abkratzen. Irgendwo geht's hier bestimmt in die Kanalisation. Da noch so einer. Ja, ich will wieder getroffen, ey, come on. Hier geht's runter, Bro. Hier? Schwimmen? Ich seh nix. Tatsache. Ich seh nix. Oh, fuck. Und sind die her, oder was? Ich muss diesen Michael finden. Was auch. Ja, aber krasse Scheiße, ne? Wenn wir das jetzt verkacken, Alter, dann bombardieren die Stadt, Alter. Das Gesicht. Wieso sind die überall Zombies? War das vorhin auch so? Weiß ich nicht. Ach nee, das ist Gitter. Bro, du erschießt ja alle, ne? Aber nice. Ja, aber so geht's. Ne, wir müssen hier durchtauchen, Luzi. Ach, ja, shit. Da, stimmt, ja. Da war ja was. Aber das ist dann voll safe, ey. Da kommt ja nie ein Zombie hin. Obwohl, jetzt einer versucht. Du bist hier lang, oder was? Einfach geradeaus. Also wenn man erstmal nichts sieht, ne? Ja, es ist. Wenn man aus dem Wasser kommt. Ist ein geiler Effekt auf jeden Fall. Plastikteile, Metallteile, wunderbar. Ja, gut, ich würde sagen, es geht hier lang. Was war das? What? Oh, fuck! Ich weiß es nicht. Alter, was ist das? Das ist irgendein Paket, was man aufnehmen kann hier. Der ist irgendwer gestorben anscheinend. Ja, schön anzünden. Alter, richtig. Ja, ein kleines Problem, ne? Haben wir? Ja, geht. Die alle wegrotzt, Alter. Ah, gut, ist hier lang, Bro.
Ja, Spaß. Ich wollte noch mal ein bisschen hier. Ja, klar. Ja, hau rein, hau rein. Ja, wir müssen den Weg finden, ne? Glaube ich jetzt. Ja, längs irgendwie, ja. Alter, sofort wird hier gelootet, wie die nehmen. Geier, ne? Wie die Geier. Können sie nichts liegen lassen. Ja, aber wir müssen jetzt. Hier, da geht's weiter. Was ist denn? Ich spüre meine Beine nicht mehr. Oh, fuck. Heilige Scheiße. Oh nein. Oh shit, Antizin oder was? Wir brauchen Antizin, Mann. Oh lol. Oh, das hatten wir doch schon mal, ne? Fuck. Ich dachte, du wärst ein Beißer. Warum musst du dich auch so anschleichen? Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Sorry, Mann. Ich sollte dich nicht erschrecken. Ja. Bist du Michael? Okay, kein Problem. Troy hat dich angekündigt. Ich bin nur froh, dass sie das eben nicht gesehen hat. Mein Ruf wäre für immer ruiniert. Verknallt, ha? Ist das verwunderlich? Hast du sie gesehen? Was glaubst du, warum ich das hier mache? Was? Du riskierst dein Leben in einer Horde mutierter Kannibalen, um einer Frau zu imponieren? Vor dem Ausbruch war mein größtes Erfolgserlebnis der erste Platz beim Buchstabierwettbewerb. Troy hätte mich nicht mal wahrgenommen. Also nutze ich jetzt jede Gelegenheit. Na gut. Also, sag mir, was ich tun muss. Ja, ich habe versucht, den Plan durchzuziehen, kam aber nicht weiter als bis zum 9. Stock. Überlass das mir. Du musst diese Sprengsätze nehmen, die Gasöfen anschalten und Ladungen in bestimmten Wohnungen anbringen. Und das ergibt dann ein Muster. Eins, das nicht nach Zufall aussieht? Wenn es ihnen gelingt, das zum Zufall zu erklären, dann bin ich echt beeindruckt. Wenn du bereit bist, du musst zuerst in den 10. Stock. Und der chillt jetzt hier, oder was? Ja, der chillt jetzt hier, genau. Aber, Alter, hier, Sprengstoff. Dann nehmen wir das mal mit hier. Ja gut, aber wie wir das machen, ne? Ja, das müssen wir leider mal abwarten, glaub. Wir können hier noch kurz looten, ne? Das ist noch eine Idee hier. Mhm. Ich hab grad einen Franzosen aber aufgesammelt, was? Bitte was? Inventar voll. Ja gut, das würde ich sagen, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Dying Light. Ja. Und das,